Willkommen zurück zu DayZ Origins. Und eigentlich wollte ich heute morgen nach der Arbeit eine Folge aufnehmen. Aber okay, hier war schon jemand. Ich hab's leicht verpeilt. So. Ich war ein bisschen. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und jetzt haben wir Nachmittag. Am vorigen Tage, also nicht da, wo die Folge erscheint. Aber ich hoffe, das macht nichts. Ich muss mal eben gucken, wie viele Leute auf dem Server sind. Ich weiß gar nicht. Okay, ich glaube, wir kriegen das. Das kann alle gehen. Okay. Ja, auf jeden Fall sind wir hier in der letzten Folge gestrandet. Hatten uns ein bisschen umgeguckt und hatten dann in diesem Haus Rast gemacht. Und jetzt wollte ich mich nochmal umgucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber da das Haus da gerade schon leer geräumt war, gehe ich davon aus, dass entweder einer hier ist, hier war. Zombie. Oder ähnlich. Ich glaube, ich komme da rein. Schießstand. Ja, hier kommt er. So, gucken, ob wir irgendwas in der Kirche sind. Ich gehe mal stark nicht davon aus. Kommt hier rein. Ich muss hier nicht rein. Nö, da kommen wir nicht rein. Wir kommen nicht in den Backstuhl. Ich muss ja noch ein bisschen klarkommen mit dem Schall. Oh. Hier haben wir eine Kamera. Eine AK ist Ober. Was haben wir denn hier? Hier. Wir können erstmal was zum Futtern essen. Also bräuchten wir erstmal. Oder. Ich würde auch direkt mal trinken. Und ich lasse die AK ist mal da. Aber ich nehme sie mal eben auf. Guck, wie viel Schuss die hat. Gar keinen. Okay. Das heißt, wir nehmen die. Ups, nee, das wollte ich eigentlich falsch. Wir nehmen die. Na komm, nach komm, nach komm. Und wir gehen direkt nach dem IMG. Haben wir hier ein bisschen die? Oh, wir haben ein Zelt gefunden. Ja, was haben wir hier? Oh, Ausklappe. Gier, kann ich die nicht einfach so mitnehmen? Ich meine jetzt im Rucksack? Ja, schade nicht. Oder? So ist das. Ja. Los, back. Zack. Nee, zack. Up, back. Zack. Zack. Die Schüsse von drüben auch mit ihrem Jacke bleibt hier. Ich glaube, mit dem Campingzelt, das können wir einfach nur. Ja, oh, okay. Aber doch, das wird passen. Schützen ist jetzt dran. Used in M100. Ja. Die Frage ist jetzt, wo geht es jetzt los? Weil sehen tue ich so nichts. Wäre mal echt nice, wenn ich irgendwie ein Auto finden könnte. Ich würde mich umfahren, es wird langsam dunkel. Ich kann nach dem Zombie rum. Ich kann das Auto fahren. Ich glaube, ich gucke mich da mal um. Also die Turm werde ich jetzt nicht hochlaufen. Das könnte was bringen, weil ich mich dann hier auf die Lauer lege. Aber das könnte auch für die eben hier ran. Wenn wir ein offenes Haus sehen, können wir auch mal eben kurz da rein spazieren. Da liegt. Hier.
Dragunov, wenn ich es hier. Brauchen wir nicht. Da liegt ein leerer Putzen. Aber hier, oh, Cola. Cola ist aber nicht. Nein, es ist ja Soda kennen. Ich darf auch keine Namen nennen. Schauen wir da. Achso, Zelt. Ja, wir bleiben erstmal so. Können wir immer noch gleich saufen, wenn wir keinen Platz mehr haben. Das ist ein Auto. In die Waschmaschine. So, da waren wir drin, da sind wir rausgekommen. Gehen wir mal eben zu dem Gebäude, dann, oder gehen wir zur Feuerwehr. Feuerwehr ist fast immer im Abstecher. Ja, so liegt aber leider auch fast, weil da links kann man, glaube ich, nicht rein. Ziemlich stark raus. Ja, und ich halt. So, was haben wir hier liegen? Ein Messer, hier. Was haben wir da? PSD-Magazin, ein Hunting Knife. Ja, keine Ahnung wofür, aber wir nehmen es einfach mal mit. Oh, da liegt eine M416. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Wir gucken mal, der 10 Schuss. Noch Schuss, die 30 Schuss. Wir nehmen die mal mit. Ich kann natürlich jetzt einen riesen Fehler machen, weil ich die mitnehme. So. Ich weiß es halt nicht. Und die hier sind Revolvers, die wollten wir auch nicht. Hier liegt wieder. Scheiße. Ja, und hier. Was haben wir hier drin? 9 Magazin. Ich nehme die. Ups. Bisschen nervig mit den Rucksäcken. Das heißt, ich nehme mal eben. Wir haben das Checkpack. Würde ich gucken, was das für ein Take a Soul Pack. Open a Soul Pack. Ja, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, ich weiß, ich bin auch ein kleiner Noob jetzt. Da muss man eben das Backpack öffnen. Oh, jetzt funktioniert das wieder. Was ist da? Ja. Ich denke, das Soulpack. Guck mal eben. Hier hängen, oder? Na toll. Die Waffe weg. Das ist das Pack weg. Oh mein Gott, bin ich ein Nappel. Ja, komm, wir nehmen die SPS nochmal mit. Ich dachte, da bleibt er liegen. Nehmen wir noch was, bisschen was zu saufen machen oder nicht? Oder sind das leere Flaschen? Water bottle empty. Ja. Nehmen wir einen mit, falls wir noch mal irgendwo einen Brunnen finden sollten. Eine Smoke Granate. Brauchen wir die? Nö, eigentlich nicht, aber lassen wir noch mal da. Tja, dass der Rucksack jetzt weg ist, das ist sehr doof, wie wir noch mal Smoke Granate haben. Wir können die entweder nehmen. Anstatt die SKS. Open Pack. Die Magazine hier. Ja, Rucksack voll. Yeah. Hier. AKM-Magazin negativ. Den können wir aber nehmen. Ich glaube, die AKM machen. Hier. Und. Schlag oder Granate. Flashlight haben wir schon. Ne? Ich frage mich nur, was der Unterschied ist. Red Light. So,
Mortar. So. Da läuft ein Zombie mit der Heckwaffe. Na dann gucken wir mal, ob wir hinter dem Haus irgendwas finden. Die macht das von Licht aus. Eigentlich bin ich, wie gesagt, gerne. Die ist rumgelaufen, geht teilweise. Da kommen wir auch nicht rein. Warum stehen da Zombies? Da haben wir auch nichts. Ewig noch hier. Aber ich glaube nicht, dass wir ewig noch mal kommen. Wir gehen da hinten mal. Ich glaube, da haben wir auch noch. Wir müssen erstmal ein bisschen verraten. Ich weiß leider nicht, was man hier alles selbst bauen kann. Ja, also ich habe hier momentan nicht zu bieten. Ich hoffe, ich verzeih mir das, dass ich so rumliege. Aber ich bin immer nur hier im Spiel. Und wie gesagt, ich wollte euch einfach nur mal ein paar kleine Einblicke in das Spiel. Leeres Messer und ein Magazin. Gear! Da dann kommt die Soda kennen. Okay, da ist nichts. So, jetzt wollen wir uns mal eben gucken. Nacker auf Magazin. Oh Mann, das nicht. Da lag noch irgendwas. Ne? Ich muss lieben, aber ich habe auch noch wieder. Ich muss lieben, aber ich bin nicht. Ach nee, ich wollte nicht die Waffe. Body, Gear, auch nichts. Da war also doch eine Leiter. Ich dachte, ich habe eine Leiter gesehen. Ich gehe da hinten. Ich dachte schon, dass ich auf der falschen Seite bin. Klettert. Aber alles leere Soda-Dose. Hier. Bitte von mir. Ja, da kommt noch ein Zombie, aber sonst kommt hier anscheinend nichts. Aber hier geht noch rein. Da kommen wir auch rein. Nein. Da hinten ist auch noch ein Riesengebäude. Dann machen wir uns auch da mal auf den Weg. Und da oben. Das ist die Tür, die hier liegt. Ich dachte schon, dass wir den Keller abdecken, wo wir auch noch rein können. Aber das ist nur die Tür.
Munition, aber ich weiß nicht wofür, aber ich schätze mal Macke auf. So, hier haben wir Blueprint. Aber ich brauche Blueprints, aber ich glaube nicht. Da ist aber nicht irgendwie ein Raum gelaufen. Wow! Alter, wo kommt der? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Was ist das denn? Du kleiner Penner, Alter. Der Nachladen. Das ist so, neue Batterie. Haben wir ja genug bei. Ich pack mich einfach durch die Wand. Wieso könnte ich das hier mal gefallen haben? Die kommen bei. Vielleicht? Ich kann daraus 19 11A Munition machen. Bringt mir nichts, ich wollte es eigentlich fallen lassen. Achso. So. Jetzt gehen wir immer noch da hinten. Hier sind wieder ein paar Leichen als Deko. Was haben wir da eigentlich? Militärstiftung, kommt das hin? Sieht zumindest stark danach aus, mit dem Ausgangspunkt da rechts. Da haben wir eine Leiter. Da haben wir noch einen Aussichtspunkt. Militärbase, wo wir nirgendwo rein können. Ist immer wieder schön, sowas zu sehen. Ja, so kleine Details sind zwar schön, aber wenn man hier drin dann einfach gar nichts machen kann, das ist auch nicht mehr schön. Komm ich hier hoch? Aber dann ist dann eigentlich so schöne Zeitverschwendung, weil ich denke, ich mal ein Auto oder so. Ich laufe hier viel zu offen rum. Sowas kann eigentlich nur schief gehen. So, ich sehe jetzt gerade mal nur nichts. Kann man eigentlich. Hab ich den Pferd erst gemacht? Oder ist das am Anfang? Ich hab das nicht am Anfang. Okay. Zwischen den Containern irgendwie.
Jetzt ist ja, also hier haben wir hier. Die erste Folge, die ihr gestern, ne, heute gesehen habt, also gestern gesehen habt, für euch, für mich das heute, die war ja ein bisschen länger, weil wir am Anfang ja so extrem rumgefehlt haben, aber ist einfach ein bisschen länger gemacht. Da war Zaun. Und ich stehe hier einfach viel zu offen rum. Also gehen wir jetzt mal mit. What the fuck? Nicht echt, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir zerbluten oder nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Also das wird dann Let's Fail Part 2. Ja, wir verbluten. Tja, vor allem wir können nichts machen. Ich kann mich nicht bandagieren. Wäre nett, wenn ich hier noch irgendwie... Ja gut, nach dem Sprung von so einem Tower bist du eigentlich tot. Eigentlich. Ja, wenn wir Glück haben, vielleicht überleben wir das und können uns bandagieren, haben nur kein Bloodpack mehr. Hier ist einer in der Nähe. Zumindest hat sich das gerade so angehört. Tja, anscheinend haben wir vielleicht Glück. Geh. Bandagieren. Tja, wir haben überlebt, aber ich habe leider kein Morphin dabei. Ich weiß nicht, ob Painkillers helfen. So, wo haben wir denn die Painkillers? Painkillers, da, Painkillers. Take Painkillers. Aber die Knochen sind immer noch gebrochen. Was kann ich eigentlich mit dem Zelt machen? Keine Ahnung. Nix? Entscheidend. Achso. Mal auf G. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas machen. Oh mein Gott. Oh, ich habe eine Rolle gemacht. Sehr schön. Tja. Wir sind am Arsch der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie diese Stadt heißt. Primal Flamer. Yay. Und, ja, ich muss mal gucken, ob ich heraus... Ups. Ja, alles klar, ich bin erstmal vom Server gekickt worden. Ja, dann bist du schon auf der letzten Seite in der nächsten Folge wieder.